Wegen dieser Uhr wurden wir letzte Woche fast verklagt und die Story dahinter ist wirklich krass. Bleibt dran! Wenn ihr euch verarschen wollt, aufgestanden. Uns verarschen wollen. Warum dann, sollen die sich selber verarschen wollen? Dann kommt nicht zu uns, weil wir sind prepared. Und so sieht man aus, wenn man prepared ist. Schluss. Für alle, die das letzte Video gesehen haben, ist das nichts Neues. Für alle anderen ganz kurz aufpassen. Auf unserem Instagram verlosen wir eine Moonswatch in Tiffany Blue Mission to Uranus. Und wenn ihr teilnehmen und gewinnen wollt, ist das die letzte Chance. Einfach auf unser Instagram geben, teilnehmen und viel Glück. Jetzt geht's los. Kurze Erklärung zur Geschichte, weil ich finde, man denkt immer so, ja, es kommen Leute rein, die kaufen halt was. Nee, wir haben manchmal auch echt dumme Geschichten, wo wir uns rumschlagen müssen mit Kunden, die sich wirklich echt aufführen. Das war eine nagelneue, ungetragene Uhr. Der hat gar nichts gefehlt. Der hatte keine Handhabungsspuren, keine Swirls, kein gar nichts. Nagelneu aus vorletzter Woche oder sowas. Ja. Frisch ausgeliefert. Frisch ausgeliefert. Ich habe sie online gestellt. Super Preis. Ja. Kunde hat sich direkt gemeldet und wir dachten, super, passt. Ging dann Mittwoch verkauft, Mittwochabend, Donnerstag versendet, Freitag zugestellt. Nie wieder was vom Kunden gehört. So, ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. So, entweder melden sich Kunden gar nicht, so gut, ist zwar immer nicer, wenn sie sich melden und sagen, mega cool und die ist da und das war es auch Bescheid. Aber wenn sie sich nicht melden, haben sie nichts einzuwenden, aber genau. Spoiler-Alarm, ja, hat sich gemeldet. Und jetzt kommt auch schon der erste spannende Punkt, wann hat er sich gemeldet? Einfach 5 Tage später, also der hat die Freitag bekommen, so Mittag rum, ja. Dann verging Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch meldet er sich. Abends. Und schreibt, die Uhr läuft nicht. Seine Vermutung ist, der Händler hat die Uhr überdreht und sie läuft nicht, weil die Uhrzeit nicht gestimmt hat. Ja. So, und was eigentlich spannend ist, gehalten hat. Genau. Wir stellen die Uhrzeit halt auch nie, muss man sagen, damit der Kunde die halt stellen kann, damit er gleich die Uhr auf alle Funktionen prüfen kann, damit er sieht, es funktioniert und es läuft. Und naja, der war halt Profi und hat direkt gesehen, okay, die Uhrzeit läuft nicht, wir haben die Uhr überdreht beim Handaufzug, was das uns kann sehr verwundert hat. Das kann natürlich passieren, weil wir sind eigentlich Amateure, wir arbeiten so wenig mit Uhren, dass wir nicht wissen, wann der Handaufzug, ja, wann der Stopp eintritt. Ja. Einfach eine goldene Regel bei Uhren, immer wenn es irgendwie klemmt oder hart ist, einfach weiter. Gewalt, nee, immer mit Gewalt. Die feine Mechanik, erfordert ja manchmal, dass man die Uhr sehr, sehr hart anfasst. Ja. Und das ist also brutal. Also so ging es eigentlich los. Ja. So, dann haben wir gesagt, easy, wissen wir, ist nicht passiert, die läuft. Zieh die nochmal normal auf, schau, dass das geht, passt schon. Nee, er wollte zurücksenden. So. Und da war es irgendwie schon komisch, aber auch gar nicht lösungsorientiert. Normal sagt der Kunde, ja, dies und das und soll ich das probieren oder kann ich euch anrufen. Er wollte weder mit uns kommunizieren, noch hat er irgendwie an einer Lösung gearbeitet, sondern er wollte die einfach zurücksenden. Und hat im gleichen Zuge auch direkt damit gedroht. Als wir gesagt haben, naja, wir haben die Uhr so definitiv nicht rausgegeben. Und wir werden sie, sobald sie zurück ist, prüfen. Das Schöne ist, das ist auch gut für jeden, der potenziell bei uns kaufen möchte. Wir schauen uns alle Uhren immer an, wie sie laufen, ob sie laufen. Und da ist jetzt eine neue Uhr nicht ausgenommen. Die kommt bei uns immer auf die Zeitwaage, damit wir sehen können, verliert die Uhr Zeit oder geht sie vor, geht sie nach, damit wir einfach wissen, dass wir eine super Uhr rausgeben. Genau, was wir verkaufen. Genau. Und das protokollieren wir auch. So, genau. Und das haben wir dem Kunden halt auch gesagt, so, okay, jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, wir haben die Uhr protokolliert, ist manipulationssicher, als sie versendet wurde, war alles tipptopp. Und genau. Da ging es eigentlich los, weil er gleich gesagt hat, also er ist direkt auf Konfrontation gegangen und hat gesagt, wir können ja quasi diese Protokollierung der Uhr gerne gerichtlich prüfen lassen. Also er würde sich gern dann dahinter setzen. Und wir waren ja gar nicht auf Konfrontation aus, sondern wir haben halt einfach gesagt, okay, schauen wir, so war es bei uns, jetzt ist die Uhr da. Wir schauen uns die halt an, wenn sie zurückkommt. Genau. Und manchmal denkt man sich, ja, was steckt denn dahinter? Sind das Leute, die einfach extrem unzufrieden sind mit sich selber oder mit irgendwas im Leben? Weil wenn sie eine nagelneue, perfekte Uhr bekommen und sich dann genieren über Probleme, die es nicht gibt, dann, ja, weiß man nicht, woran es liegen kann. Und wir haben gesagt, wissen Sie was, Uhr zurückschicken, passt schon, wir schauen es uns an und dann melden wir uns. Genau. Uhr kommt bei uns an.
Karton. Genau, also wird bei uns auch protokolliert, muss man auch, ganz wichtiger Punkt. Wird auch Punkt, Video aufgenommen, natürlich. Videoaufzeichnung, wenn Uhren ausgepackt werden bei uns. Und in dem Fall auch wichtig. Ja, genau. Wir packen die Uhr aus. Karton hat einen kleinen Schaden oben links. Ist okay, kann passieren. Das beim Einpacken, Auspacken ist nicht schön, aber ja. Und holen die Uhr raus und müssen zu unserem Entsetzen feststellen, dass die Uhr getragen wurde. Die Uhr war noch nicht mal richtig ausgepackt und ich sehe sofort, oh, hier auf der Flanke, hier wo das Hochglanz ist, ist direkt eine Tragespur. Ja. Und du denkst dir also, okay, das war definitiv nicht so. Nee. Und dann ging es eigentlich kurios weiter. Ich habe dann die Uhr aufgezogen, sie ließ sich auch aufziehen, hat alles super geklappt, habe sie auf die Zeitwaage gemacht. Sie lief genau, wie sie laufen soll. Plus, minus 3 Sekunden, Amplitude sauber, alles wie es ist. Hab dann Marco direkt auch hier, haben wir geredet. Sag ich, du, ich habe keine Ahnung, was der Kunde hatte. Du hast auch den Langzeittest gemacht, 48 Stunden geschaut, hält sie die Zeit, verliert sie, wenn der Aufzug sich dem, also wenn die Energiereserve sich dem Ende zuneigt, kann ja immer sein, dass sie dann anfängt, Zeit zu verlieren. Das ist ja alles ein bisschen komplizierter als nur bei Vollaufzug. Nee, tatsächlich hat die Uhr in verschiedenen Positionen, in verschiedenen Aufzugs, also Auslastungen und so weiter, hat sie die Zeit gehalten, plus minus was, 1, 2, 3 Sekunden auf 2 Tage. Genau, was tipptopp ist. Und man muss halt dazu noch sagen, also hier, nachdem der Test abgeschlossen war, hat man sich die Schließe angeschaut und die Schließe hat Microswirls all over gehabt. Schwierig auf Kamera festzuhalten, kommt auch ein Close-up noch dazu. Aber klar, auf der Schließe sieht man es natürlich auch, wenn die Uhr getragen wurde. Ja. Und was uns dann on top noch aufgefallen ist, ist auch ganz spannend, ist hier auf der Flanke, wo dieser Kratzer drin war, ist er auch mit dem Eck ein bisschen hängen geblieben. So, long story short. Wir haben dann halt gesagt, so okay, die Uhr läuft, du hast gesagt, du nimmst sie nicht, weil sie nicht läuft, aber sie läuft. Wenn du es noch bestätigt haben willst, gehen wir gerne in eine Omega-Boutique für dich, lass uns bestätigen, dass die Uhr genau läuft. Wir haben ja auch angeboten, er soll sie zu seinem Konzessionär bringen, soll sie vorzeigen, soll sie technisch prüfen lassen, auf Echtheit prüfen lassen, soll sich alles anschauen lassen. Und dann meinte er, nee, er hat jetzt schon den Glauben an uns verloren und an den Händler und er möchte das nicht. Er möchte einfach nur sein Geld zurück. Und dann haben wir gesagt, da gibt es eine ganz einfache Lösung. Wir haben eine neue Uhr versendet und haben eine gebrauchte zurückerhalten. Ja. Und die Differenz, was das ausmacht, den Wertverlust, muss er ausgleichen. Ja, genau, wir haben ja gesagt, Widerruf wird nicht akzeptiert. So ganz klar, also Karton beschädigt, Uhr gebraucht. Du hast ja den Wertverlust von dieser Uhr von neu auf Gebrauch, ganz klar. Dann hast du hier noch Beschädigungen, die du sage ich mal, wieder reparieren lassen musst. Also schon Schaden in Höhe von 1200 Euro, plus minus, je nachdem, also wenn du es zu Omega gibst, auf jeden Fall. Und ja, er hat es halt nicht angesehen, er wollte weder die Uhr zurücknehmen, sondern gesagt, ja, er wollte halt den vollen Kaufpreis erstatten. Wir haben gesagt, das können wir nicht machen. Und was machen dann die Leute ganz gern? Sie sagen natürlich, ich verklage euch. Ja. So, er hat gesagt, geh mal vor Gericht, geh zum Anwalt. Wir waren dann auch kurz beim Anwalt, haben uns beraten lassen, haben das einmal aufgeklärt, dargestellt. Einmal hat gesagt, naja, es ist ja eine ganz klare Nummer. Jeder Gutachter wird sagen, die Uhr wurde getragen. Also, und die Bilder, die wir da vorgeschossen haben von der Uhr, zeigen einen eindeutig ungetragenen Zustand. Jetzt kann man natürlich mutmaßen und sagen, vielleicht ist oft in der während dem Verpacken oder sonst was irgendwas geschehen. Man kann uns aber als Händler, als professionell agierendes Unternehmen, kann man uns auch irgendwo, glaube ich mal, ein bisschen zutrauen, dass wir wissen, wie wir mit Neuware umgehen. Bei Neuware gehen wir immer nur mit Handschuhen dran. Die werden immer neu gestickert, also da kommt so eine Folie drüber, die das Ganze schützt. Also im Prinzip ist bei uns, wird so eine Uhr so vorsichtig angefasst, dass sie im Zustand nicht schlechter werden kann. Ja. Und dann haben wir ganz klar unser Statement gegeben, nee, also wenn er den Weg, gerichtlichen Weg gehen möchte, da haben wir kein Problem, soll er machen. Ihm soll nur bewusst sein, welches Risiko er damit natürlich auch eingeht und wie viel Zeit er da auch hat, die gegebenenfalls drauf geht.
ob er denn nicht auch Interesse hätte, dass wir das Ganze vielleicht lösen, bevor wir vor Gericht ja irgendeinen großen Rechtsstreit Ja. haben. Dann war ein bisschen Funkstille. Er hatte seinen Anwaltstermin halt, hat es auch mal hier dargestellt. Ich weiß nicht, wie seine Seite der Story da sieht. Auf jeden Fall, am Ende des Tages kam er dann, hat er sich kurz gemeldet und hat gedacht, ja, ob man denn nicht einen Vergleich anstreben könnte bei dem Ganzen. Haben wir halt gesagt, okay, let's go, wir machen den Haken dahinter, wir teilen uns den Wertverlust auf zu gewissen Prozentteilen, wobei wir immer noch fest dahinter stehen, dass diese Uhr neu war und dass sie von ihm getragen wurde und dass er einfach diese Uhr nur übers Wochenende ausführen wollte und dann halt zurückgeben wollte. Also ja, ist auch ein cooles Geschäftskonzept, einfach Uhren vermieten fürs Wochenende, damit man mit der Frau gut auf dicke Hose machen kann. Ja, im Übrigen kein Low-Income-Typ, sondern das war, Er war in der Vorstandsposition von dem Unternehmen. genau, Deswegen dachte genau. er auch, also er hat ja auch immer so schön argumentiert, wir sollten froh sein, dass er sich bereits nach 5 Tagen um diese Um Uhr so eine Kle gekümmert hat, weil er so wichtige Dinge zu erledigen hat. Ich habe mir gedacht, normal hast du, wenn du vorstellen bist, eine Assistenz, die auch sowas für dich erledigen kann. Die kam am Freitag an, es war ein Wochenende dazwischen, wo der Zeit hatte. Also Na, wirklich verschiedene Dinge. Das ist, glaube ich, nein. das war bisher der härteste Fall, den wir mit einem Kunden hatten, würde ich Ja. sagen, oder? Und das Schönste an der Sache ist, dass wir nichts mehr mit dem zu tun haben müssen. Also da muss man sagen, da haben wir uns auch ein bisschen freigekauft in der ganzen Natürlich. Konstellation, weil mit dem zu schreiben war die größte Qual. Und wir haben, ich glaube, wenn man unsere Bewertungen durchschaut und wenn man mal so sieht, ja, was sagen die Leute über uns, dann wird man relativ schnell feststellen, dass wir sauber arbeiten, dass wir super freundlich sind, dass wir Leuten auf Augenhöhe begegnen, also eigentlich nur positive Sachen über uns als Person, aber auch über unsere Ware, die wir Und über verkaufen, unser Geschäft, weil das über ist uns unser ja Geschäft. wichtig. Ja, und dann hat man halt manchmal so schwarze Schafe, die meinen, ja gut, man weiß es jetzt, ach, keine Ahnung. Ja. Scheiß drauf, Cut, gar keinen Bock mehr über den Nee, zu wir haben. reden. Nee, also am Ende des Tages, wir haben uns geeinigt. Wir wollten euch eigentlich auch nur mal so diese Seite. nicht so schönen Seiten zeigen, weil Ja. jeder denkt, naja, Uhr online nehmen, verkaufen, da. Und dann hat man die Uhr verkauft, man macht nichts falsch und dann wird einem direkt mit Anwalt und Gericht gedroht. Das ist schon. Keine Ahnung, macht einem nicht happy, so, weil man genau weiß, in dem Fall war es halt der Kunde und dass er denkt, er kann die tragen und kommt damit durch und wir akzeptieren das. Da muss man halt dann auch einfach Muss man Kante auch mal zeigen. Kante zeigen, genau. Definitiv. Genau. Was vielleicht noch spannend ist, ist Nicht stolpern. hier einmal, ich glaube, das ist ganz unterhaltsam, mal zu zeigen, wie das Ganze bei uns dann auch dokumentiert wird. Nämlich so. sieht ein bisschen freaky aus, aber egal welche Uhr ankommt, egal welche Uhr rausgeht, alles wird aufgezeichnet mit Zeitstempel, mit Datum etc. pp. Also, wenn ihr euch verarschen wollt, Uns aufgestanden, verarschen wollen. Warum sollen die sich selber verarschen wollen? dann kommt nicht zu uns, weil wir sind prepared. Und so sieht man aus, wenn man prepared ist. Ist Schluss? Also Leute, zu guter Letzt, abonniert uns, Daumen nach oben, abonniert uns vor allem auch auf TikTok, abonniert uns auf Instagram, abonniert uns, und wo sind wir sonst noch? YouTube. 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 Wir sind auf Da sind YouTube wir an. auch, YouTube sind wir auch unterwegs. Genau. Und auf die Jetzt.